Ja, moin erstmal. Da sind wir wieder auf der Hof Frühling und wie sagte man früher in dieser Zahnpasta-Werbung? Ih, alles rot. Ja, in dem Fall ist hier tatsächlich alles rot. Einmal gut, einmal nicht so gut. Milch, top. Ja, Milch ist super klasse. Milch können wir allerdings momentan, glaube ich, noch gar nicht verkaufen. Wir haben 28.000 Liter und wir sind im Juli und im September könnten wir ein bisschen was verkaufen. Da würden wir einen einigermaßen Preis kriegen. Müssten wir 2 Monate warten. Ich glaube nicht, dass wir das noch alles reinkriegen. Ich denke mal, oder vielleicht ist bei 35.000 der Schluss. Dann hätten wir eine Chance. Aber die Gülle, die macht mir jetzt echt ein bisschen Bedenken. Und deshalb habe ich hier schon mal den Güllewagen angekoppelt. Der war nämlich auch noch voll. Das Frontfass war nicht voll. Da habe ich 3.000 Liter drin. Aber das Güllefass, das war schon voll mit entsprechend mit entsprechend 13.000 Kubik. So, das hier mal ausklappen. Und das war wieder hin und her. Soll das jetzt oben sein? Ja, das soll oben sein. Bisschen merkwürdig aus, ne? Aber wir hatten das vorhin schon mal, da habe ich im Spiel auch einen Fehler gehabt. Und mit Ballen muss ich das Spiel aber beenden. Dann machen wir hier mal den das Komma, das ist nämlich für die doppelte Ausprägung und dann zappeln wir mal los, da fährt er nicht ganz so fix, aber wir hauen da gut was drauf jetzt. Schauen wir mal, was wir loswerden können. Warte, welches ist weg? Und natürliche Düngerstufen sind natürlich auch besser, als wenn wir da immer mit dem Mineraldünger drauf gehen. Dann ziehen wir hier erstmal ein Vorgewende lang. Das kann nicht schaden. Oh, da vorne steht wieder ein Schild im Weg. Das boxen wir jetzt einfach erstmal weg. Zack. Es ist, wie es ist. Die Schilder und ich werden auf dieser Map keine Freunde mehr. Rückwärts fahren. Wieder meine plattdeutschen Einspieler hier. Der Nordfriese, der spricht halt manchmal auch plattdeutsch, ne? Das ist einfach so. Da kommen dann manchmal auch so lustige Begriffe raus, die keiner kennt. Oder die nicht viele kennen. Einige kennen ja teilweise plattdeutsche Begriffe.
einige, aber auch nicht. Ein ganz, ganz spannender Begriff ist der Begriff, die möchten hier wohl Krellen, man meint Krellen in dem Fall, als spannenden Begriff. Da wussten die Leute, die hier bei mir in der Region Plattdeutsch sprechen, nicht, was das bedeutet. Ich wohne in einem Bereich, wo ich nicht geboren wurde. Ich bin Nordfriese, hatte ich ja schon gesagt. Ich wohne jetzt in einem Bereich, der nennt sich Angeln, in der Nähe der Schleie. Und dort spricht man ein etwas anderes Plattdeutsch als das nordfriesische Platt. Hier spricht man das Angelner Platt. Und auf der Insel, wo ich groß geworden bin, da spricht man ein friesisches Platt. Und da ist der Begriff Krellen eigentlich ein ganz normaler, bekannter Begriff, aber hier in Angeln kannte man den nicht. Und dann muss man dann halt auch mal von Platt zu Platt übersetzen. Ne? Das ist ja ganz lustig. Haben sie auch ganz lustige Szenen abgespielt. Vor 20 Jahren. Große Feier von meinen damaligen Schwiegereltern in Spee, jetzt Schwiegereltern. Und die Nachbarn waren da. Die wollten natürlich dann auch wissen, wer denn der Typ ist, der da so ständig mal vorbeiguckt. Und in dem Moment, wo man dann mit dem Wort Plattdeutsch gesprochen hat, da taten sich Welten auf. Ne? Das ist einfach so. Wenn du platt kannst, dann gehst du mit den Leuten ganz anders. Und vorher war das dann immer noch eher sehr förmlich und anstrengend, kann man eigentlich fast sagen. Und sobald du dann auch Plattdeutsch per Du miteinander warst, alles komplett anders. Direkt. Freundschaftlich, offen, ehrlich. So wie die Nordfriesen und die Angelner als Sinner. Ja, und wir fahren jetzt heute mal ein bisschen Gülle. Mit halber Geschwindigkeit. Mal davon mit doppelter Ausbringung. Ich hoffe, ich kann hier noch ein oder zwei mehr ausbringen. Aber ich habe ja auch noch das Rapsfeld, da muss auch noch was drauf. Und daher sollten wir eigentlich gut ein bisschen Gülle loswerden. Man wundert sich, ne? Ich wollte eigentlich jetzt hier eben schnell weiterspulen auf den nächsten Tag und schnell den Rest Raps einholen. Oh, und dann muss ich erstmal ausgebremst. Ne? Muss erstmal hier die Brühe aufs Feld bringen. Oh, ist schon so. Macht ja auch Spaß, ne? Ist ja nicht so, dass wir hier uns ärgern, dass wir das rausbringen müssen. Ist ja mal wieder eine andere Tätigkeit und finde ich eigentlich auch echt spannend. Habe ich in den alten Landwirtschaftssimulator-Versionen eigentlich kaum gemacht. Meistens habe ich mich drum gedrückt, Gülle auszufahren. Habe die dann irgendwie einfach nur weggefahren in die BGA. Verkauft. Bringt natürlich nichts, aber dann war ich den Traum nicht los.
Und das kleine Güllefass hier ist auch eigentlich ganz nett. Kann man nicht anders sagen. Ist ein schöner zusammengestellter Mod. Finde ich richtig gut. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist, man drückt ja einfach die Taste R zum Befüllen. Früher gab es 19er, dieses Schlauchsystem. Das vermisse ich ein bisschen. Da habe ich lange dran rumgefriemelt, bis ich das hingekriegt habe mit dem Schlauchsystem. Und damit mich angefreundet hatte. Und ja, dann kam der 22er. Jetzt haben wir kein Schlauchsystem. Zumindest noch nicht. Oder nicht, dass ich wüsste. Joa, ist ja gut hoch. So, dann schon mal 3. Und die 13 für hinten. Ja, prima, dann haben wir hier schon mal volle Düngerstufen. Ich glaube, auf dieses Feld muss auch noch Kalk. Dann müssen wir die Stoppelbearbeitung noch machen. Also, man hat gut zu tun. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier geleistet haben. Dann sehen wir das hier direkt. Zack. So, guck mal hier. Doppelte Düngerstufe, die ist schon mal drauf. Ne, auf die 5 muss Kalk. Und wenn da. Ne, da, doch, da muss Kalk drauf. Und die können wir dann auch direkt bearbeiten. Das ist ja prima. Nee, das Schlauchsystem, das war eine geile Geschichte. Da konnte man dann hier so den Arm, der da an der Seite hängt vom Fasswagen, konnte man dann rausfahren oder man konnte die Schläuche anschließen. War eigentlich eine echt schöne Geschichte. So, jetzt kommen wir vorwärts ran. So ein Hebelrad dran. Das kann man auf und runter fahren. Vielleicht. So. Vielleicht sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Und wenn wir den jetzt nochmal. Viel hebt sich der nicht. Ne? Aber immerhin. Was oben ist, ist oben. Ja, der hat noch ein Mittelrad, so ein Laufrad, ne? Da kannst du dann, wenn der voll ist, die Bodenverdichtung so ein bisschen reduzieren, indem wir das Gewicht auf 3 Reifen verteilen, statt auf 2. Und dann schlauen wir Ups, so. Wir hier mal ausklappen, müssen wir aufpassen, dass er nicht gleich runtergeht. So. Dann haben wir das. Und ab geht die Wölfe.
muss ich jetzt mal gerade ausfahren. Ich muss hier mal eben mit meinen Kopfhörer einstöpseln. So, jetzt habe ich sie wieder beide in den Ohren. Da sieht die Textur natürlich komplett anders aus. Aber auch da klappt das natürlich. So, da hängen wir jetzt ein bisschen fest an Holz, das da vorne liegt. Liegt auch ziemlich viel von dem Holz hier auf der Map rum. Ah, schon geil, ne? Also muss ich schon sagen, das ist schon launig, das Ganze. So, können wir mal ein kleines Fotoknips machen. Also einmal müssen wir auf jeden Fall noch fahren. Und dann haben wir glaube ich auch gut was raus. Dann haben wir Minimum 32.000 Liter raus, also 32 Kubik. Lass mal eben den Helfer weiterfahren. Guck einmal. Ja, ich glaube, wenn wir nochmal fahren, dann sollte das eigentlich auch schon fast in Ordnung sein. Jetzt einmal gucken, ob der von alleine umdreht. So wie er soll. Den lassen wir mal machen. Und dann müssen wir einfach mal mit der Messerwalze losfahren. Ups. Das ist ja wieder.
Mal gucken, was der Helfer hier so sagt. Ob er Bock hat. Kein Feld gefunden. Das ist ja auch süß. Gut, akzeptiert er nicht, dann müssen wir tatsächlich erst grubbern. Das kann ich, wo ich den hingestellt habe. Wo habe ich denn den drüber stehen? Oh oh. Vorne steht der Flug. Dann wird wahrscheinlich der Ober hier stehen. Ne? Jawohl. Dachte ich komme so durch. War knapp. So, dann würde ich sagen, setzen wir den noch mal eben an. Gucken mal, wie er zurechtkommt. Und dann... Das sieht doch gut aus. Das kann man lassen. Dann lassen wir. Lassen wir sie mal fahren. Wir haben fertig. Und dann fahren wir mal nach Hause und tanken nochmal nach. Ne? Das ist ja nicht so das große Problem. Können wir hier ein bisschen abkürzen. Vorne rechts abbiegen. Und dann sag ich mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Däumchen da. Oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video schon wieder. Und außerdem wünsche ich euch einen fantastischen Tag. Bleibt gesund und munter. Passt auf euch auf. Euer Penzonator. Tschüss. Abschalten. Tschüss, mach's gut. Ciao, ciao.